Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich wollte gerade zur ersten Folge sagen. Zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Ja, wie wir sehen. Ich habe eine neue Map gestartet. Mal wieder. Und habe hier schon meine Stadt natürlich nach meiner aktuellen Heimatstadt benannt. Und natürlich auch schon ein schönes Merkmal hier hingesetzt. Den guten alten Berliner Fernsehturm. Und ja, ich habe mir wieder einen Haufen neuer Mods installiert. Ich habe jetzt insgesamt ca. 340 Mods in Transport Fever 2 eingefügt. Also, ne? Ach, pardon. Ist schon eine Menge. Und ja, mal gucken. Also die Stadt hieß natürlich vorher anders, ne? Sieht man hier, glaube ich, ja, hier Freising Steinbruch. Müsste jetzt eigentlich Berlin-Steinbruch stehen. Warum das nicht automatisch geändert wird, weiß ich nicht. Aber, naja. Und was ich noch gemacht habe, damit die Stadt ein bisschen wächst. Ich habe im Editor alles auf höchste Zahl geklatscht. Also 800 ist momentan das höchste. Wäre natürlich cool, wenn es irgendwie noch eine Mod geben würde, damit ich noch größere Städte machen kann. Aber ich würde sagen, wir lassen mal kurz, wir spulen ein wenig vor. Damit sich hier ein bisschen was bildet. Und wir sehen, das geht schon ab. Die ersten Hochhäuser bilden sich. Ja, das wird jetzt der Anfang eines richtigen Let's Plays werden. Eigentlich wollte ich den ersten Teil nochmal spielen. Ja, das ist... Weiß ich nicht. Hab noch nicht so viele Möglichkeiten wie hier im zweiten Teil, ne? Das ist schon krass. Ah, hier entstehen schon die ersten Wolkenkratzer. Oder, naja, Wolkenkratzer. So hoch sind die Dinger nicht. Was ist das Ding hier? Ungefähr 200 Meter. Ja, ich glaube, ein paar neue Vehikel müssten eigentlich auch dabei sein. Obwohl, nee, habe ich, glaube ich, keinen installiert. Außer ein BMW, ein Mercedes und einen VW, glaube. So drei Autos. Oh, die habe ich schon seit längerem. Mal sehen. Jetzt wird es natürlich auch noch lustig hier später mit den Straßen. Die muss ich alle dann wahrscheinlich noch verbreitern. Das wird früher oder später nötig werden. Und ja, wir haben hier natürlich auch so einen schönen Fluss. Ich werde dann hier natürlich auch Brücken bilden, damit die Stadt hier auch ein bisschen auf die andere Seite ausbreitern kann. Und das machen wir jetzt mal. Stadtstraßen. Mittlere Straße. Und ja, hier ist schon was Neues, was ich installiert habe, ne? Bus Zones. Werde ich nicht allzu oft nutzen. Denke ich mal, weil es meistens vergessen werde. Es wäre schön, wenn die Dinger gesetzt werden, wenn man automatisch irgendwo eine Haltestelle oder so hinballert. Ich kann auch niedrige Brücken bauen. Das ist ganz gut, weil zu hoch, eine zu hohe Steigung sollten sie nicht haben. Oh ja, die sieht schön aus. Nehmen wir unsere erste Brücke. So. Jetzt müssen wir da noch für eine gerade Brücke sorgen. Machen wir mal so 95 Meter. Ist auch was Neues, was ich mir installiert habe, dass mir dort Meteranzahl und alles angezeigt werden. So. Und der Rest soll einfach dann hier runter. Machen wir mal so 65 Meter. Ist das okay? Ja, komm, sieht gut aus. So. Unsere erste Brücke. Okay, die Pfeiler sind ja mal total für einen Eimer. Aber das lassen wir so. Ich finde dieses blaue Geländer sieht schön aus. Das muss. So. Genau, das ist schon mal die erste Brücke. Setzen wir hier noch die zweite. Wird natürlich diesmal eine andere Brücke. Wir wollen ja ein bisschen, ne, Variation hier reinbringen. Das ist so von der Steigung okay. Von
3 auf 14 Meter, ja komm, ist okay. Oder? 8 Meter reichen auch. Dann nehmen wir mal, ich würde da gerne da die schöne alte Steinbrücke nehmen. Ja, das ist schick. Machen wir mal so 85 Meter. Ja. Dann ein Stück weiter, diesmal natürlich gerade. Machen wir so. Auch so wieder 95 Meter. Zack. Und den Rest machen wir mal anders. Ich ziehe jetzt einfach hier die Straße noch ein Stück länger. Nimm hier so ein Straßenstück ungefähr. Zieh es dann hier längs. Das mal geradeaus. Er ist nicht hundertprozentig gerade jetzt geworden, aber das ist nicht schlimm. So, ab da kann sich die Stadt selbstständig weiterentwickeln. So. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ob jetzt hier drüben auch ein bisschen was gemacht wird. Das Schöne ist, jetzt sprießt hier natürlich alles so schön aus dem Boden, weil, wie wir sehen, Bedürfnisse gar keine. Geht auf jeden Fall ganz gut ab. Muss ich sagen, ist doch mal was Tolles. Ist alles noch bei sehr gut. Ziele, obwohl doch sprich gar nicht, doch nicht so gut. Durch die Sachen, die wir liefern könnten, könnten wir tatsächlich einen schnelleren Vorgang tatsächlich erwirken. Was ist das denn hier? Okay, ein paar der Straßenzüge, daraus werde ich nicht so ganz schlau, aber okay, gerade das hier finde ich nicht so toll. Weil wenn hier später mal irgendwie so richtig Stau entsteht, selbst bei mehreren Spuren, durch solche kurzen Wege wird meistens Ärger verursacht. Deswegen machen wir das mal weg. So. Aber was wir machen können, damit da trotzdem Häuser entstehen können. Diesen kleinen Teil. Okay, nehmen wir mal die, wo es erlaubt ist. Nehmen wir einen 6 Meter breiten Weg. Ziehen ihn von da hier so ran. Zack. Jetzt können da trotzdem Häuser entstehen. Und die Straße ist verlängert. Der Straßenabschnitt. Geile Sache. Wenn wir heute, denke ich mal, anfangen mit einer Straßenbahnlinie oder so. Weil für S-Bahn und U-Bahn, also U-Bahn möchte ich erst machen, wenn alles vollgekleistert ist. Ne, weil U-Bahn fährt innerstädtisch sowieso immer unter der Erde. Naja gut, es gibt natürlich Ausnahmen, U1, U2. Aber Hochbahn ist für mich nun mal S-Bahn. Und so hat sich das auch zu gehören. Ich habe auch ein bisschen was versucht, aus Transport Fever 1 ins 2er zu konvertieren. Hat eher, naja, so lala geklappt, ne? Beim 475er, also beim Stadtbahner, war es so, wenn ich gleich die Doppeltraktion auswähle, also ne, ein Zug mit zwei Wagen, fehlt beim zweiten Wagen die Türen. Übel nervig. Allerdings, wenn ich denn einen Beiwagen wähle, also einen Steuerwagen, also ne, also ein Triebwagen, ein Steuerwagen, ist das Problem, dass der Steuerwagen eher so aussieht, als hätte man ihn mit Ruß überschüttet oder so. Also die Farben einfach dunkler. Trotzdem würde ich gerne den ein oder anderen Stadtbahner einsetzen. Ist einfach ein schöner Zug. So, ich habe hier wieder irgendwelche Krümel oder so. Ich habe hier kein Mauspad oder so und da merkt man das halt, wenn man
hier auf diesen, weiß ich nicht, Holz kann man das nicht nennen, ist Pappe. Für diesen Stein zwischen, oder ein Krümel zwischen Maus und dieser Pappe hat es, fühlt sich so eklig, das kratzt dann immer so richtig und ich habe schon hier irgendwas unter der Maus. Das kann ich überhaupt nicht ab. Aber naja, gut. Ach, naja, ich habe mich schon irgendwie dran gewöhnt. So. Jetzt haben wir hier zwei wunderschöne Brücken. Ja, noch nicht befahren werden, weil hier noch nichts gebaut wurde. Das hält sich ja hier alles noch so ein bisschen in Grenzen. Aber es sieht schon gut aus. Hier der Straßenzug, der ist ja neu entstanden, der teilweise auch. Das kann ich schon ja nicht ab, wenn hier alles so dicht an dicht ist, ne? Wegen hier diesen kurzen Straßenabständen. Muss ich leider sagen, ist nicht so gut. Dann reiße ich einmal das hier ab. Ja. Das ist dann eher suboptimal. Das hier feiere ich auch nicht so, aber lasse ich erstmal. Das können wir ja später noch ändern. So, war hier schon mal eine geile Base für eine Straßenbahn oder so? Eigentlich schon. Wir könnten hier einmal rum. Straßenbahn über die Brücke hier rum. Da stehen gerade Straßen, da wird auch gleich was gebaut. Und hier so rum vielleicht. Ich könnte abwarten, bis die Straße fertig ist. Könnte ich es noch weiter in die Breite ziehen. Hier soll später noch ein U-Bahnhof hinkommen. Ist natürlich auch schon. Opala. Obwohl, das ist gar nicht so schlecht. Das sieht jetzt natürlich doof aus. Aber wenigstens, wenn man jetzt das. Ja, obwohl es sieht auch von oben doof aus. Sonst hätte ich jetzt gesagt, ist doch cool, wenn die Leute da so ein bisschen reingehen. Es wäre schön, wenn das Haus, was da gespawnt wäre, in diesem Kreis drin geblieben wäre, weil dann hätte es wirklich so ausgesehen, als würde jemand in den Fernsehturm rein. Aber naja, gut, ich lasse es jetzt einfach mal so. Es ist halt so dran gebaut einfach. Ja. Sagen wir mal, das ist ein Restaurantanbau. Explore Japan. Naja, aktuell, wer seine Lunge behalten will, sollte das vielleicht lieber nicht machen. Ja, Finanzüberblick, ich habe doch sowieso unendlich viel Kohle. So. Geschäftsgebäude. Das sieht aber eher aus wie ein Wohngebäude. Aus wie das. Naja, solange die Stadt schön groß ist, ist mir egal, was da für Gebäude rumstehen. Was? Hier gibt's nichts zu sehen, okay. Easter Egg. Oder? Etwas Mysteriöses. Hallo. Das ist nicht nacheditiert oder so, das ist vom Spiel selbst. Du hast nichts gesehen, okay. Die Fische wollen also unter sich bleiben, ja? Noch ein Hallo. Nochmal ein etwas Mysteriöses. Hier irgendwo ist ein Vogel in der Nähe, weil ich habe den Schatten hier gesehen. Naja. Das nochmal etwas Mysteriöses. Ich habe aber auch schon mal ein Easter Egg gefunden. Ne? Also ein Tierschwarm oder so. Stand einfach Easter Egg. Naja, vielleicht finden wir sowas später nochmal. Ich finde es ja generell interessant, dass es hier in den Spiel Tiere gibt, ne? Ich glaube, im ersten Teil gab es sowas ja noch gar nicht. Aber die Auswahl der Tiere ist nicht sonderlich krass. Ja, hier ein Easter Egg. Aber das ist halt noch nicht übersetzt, ne? Hier Cranes Flock. Flying, also Kranich Formation. Weiß ich nicht. Flying halt fliegend. Ja, ist genauso wie beim Hirsch oder so. Wenn er steht, dann heißt das einfach nur Idle. Mhm. Da wäre ein kleines Übersetzungsupdate gar nicht mal schlecht. Boah, mein IL2-Video ist ja mal richtig durch die Decke gegangen. 20 Aufrufe.
noch so? Die Freilichtbühne wurde abgerissen. 10 Aufrufe. Geil. Fortnite Folge 2. Leider noch gar keine Aufrufe. Schade. Obwohl das Video jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon 4 Tage alt ist. Vlog 4. Wir wurden evakuiert. Die Gasleitung ist im Eimer. 5 Aufrufe. Ja. Tramsim. Ja, ist heute. Ist er heute erschienen? Ja. Der ist heute erschienen, auch schon einen Aufruf. Mit der neuen E2. Ja, wir wurden tatsächlich evakuiert. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Also wir sind jetzt mittlerweile schon wieder zu Hause. Also denselben Tag waren wir wieder schon so nach knapp einer Stunde waren wir schon wieder zu Hause. Weil so ein Baggerfahrer, der war so klug gewesen und hat da ausgerichtet an einer Stelle ein Loch gebuddelt, wo so eine lustige kleine Gasleitung rumlag. Ich war in der Nacht bis 5 Uhr wach. Und um 8 Uhr wurden wir von der Feuerwehr aus ein Haus gejagt. Aber Grüße geht raus an die Berliner Feuerwehr. War schon echt cool gewesen, dass die wirklich so lange an der Tür geklopft haben, bis wir tatsächlich wach wurden, ne? Damit wir uns da sozusagen von der Gefahrenstelle entfernen konnten. Weil es war halt direkt vor unserer Haustür der Gasleck, ne? Hätte da einer gerucht oder so, das ist jetzt wahrscheinlich richtig hier Bums. Naja. Ich meine, im Nachhinein, da lacht man über solche Situationen, aber währenddessen schon krass. Vorher hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal miterlebe. Und das dann auch noch vor meiner, direkt vor meiner Haustür. Oh cool, kleine Häuser. Food Corner Shop. Open. Das Schild kann ich nicht lesen. Was steht da? Fruits, also. Consumers World. Na nu, ich habe hier aber eigentlich alles auf europäisch gestellt. Sind die Engländer nicht auch in Europa? Nee. Seit dieses Jahr nicht mehr. Oder seit letztes Jahr? Nee, Ende letzten Jahres sind die, glaube ich, raus. Obwohl, Irland. Gehören die noch zur EU? Ich glaube ja. Geschäftsgebäude. Ich mag dieses Druckergeräusche nicht. Das ist schon schöner. Es kratzt so in den Ohren. Nee. Ja, bis jetzt noch nicht viel passiert in dem Video. Aber naja, gut. Ich warte ja so ein bisschen darauf, dass hier auch mal was entsteht. Ich meine, jetzt wurden da von dem Spiel 2 Straßen hin editiert, aber mehr auch noch nicht, ne? Oder wollen wir erstmal eine Buslinie machen? Ist, glaube ich, günstiger. Obwohl ich Straßenbahn generell cooler finde. Ne. Oh, wie spät haben wir es eigentlich schon? Oh, 23.17 Uhr. Oh, ist ja mal was. Dann würde ich mal sagen, tun wir jetzt endlich mal unsere Straßenbahnlinie bauen. Dazu ist als erstes Straßenbahn, Straßen bauen. Also, Stadtstraße. Ach komm, wir nehmen. Wollen wir schon mal die breiten Spuren nehmen? Nee, das können wir später upgraden. Elektrisch. Zauberstab. Ein Gebäude wird entfernt. Aha. Ja, da will ich es jetzt noch nicht lang liegen, ne? Wollen wir mal hier so. Dann da. Da. Das war eine selten dämliche Idee, warte mal. Nein. Elektrisch. Das Problem ist, hier wäre die Kurve definitiv zu eng. Das würde doof aussehen, wenn die Straßenbahn da ums Eck fährt. Das besser. Das auch. Hier hoch. Zack, zack, zack. Zack.
Ist auch gut. Okay. Hier rum, darum. Ach, guck mal, da entsteht jetzt schon das ein oder andere Gebäude. Ehre. Hier, die Spur, die würde ich gerne frei halten. Machen wir mal diesen hier. Und schon haben wir eine komplette Linie. Das ist super. Wir können ja jetzt auch Farbpläne erstellen. So eine Mod habe ich auch runtergeladen. Keine Ahnung, wie die funktioniert. Ich habe mir mal kurz ein bisschen was angesehen, aber ich habe mir leider den Teil nicht angesehen, wo erklärt wurde, wie das überhaupt funktionieren soll. Selten dämliche Idee, aber okay. Ja, man soll ja auch manchmal so ein bisschen tryharden. Fangen wir mal hier an. Ich hätte hier gerne eine Haltestelle. Zack. Zack. Dann einmal. Vom Abstand her würde ich eher da eine hinsetzen. So. Zack. Zack. Natürlich schön die PVG-Haltestellen. So. Dann einmal hier eine. Zack. Zack. Dann würde ich sagen, ich hätte hier gerne eine. So ein bisschen hier in dieser Kurve drin. Das würde echt cool aussehen. So. So. Es ist schon 2005, aber das Datum können wir natürlich weiterhin auch noch verändern. Das ist ja das Schöne hier in diesem Modus. Bei einer Kampagne kannst du das ja nicht, da musst du dich wirklich nach der Zeit richten. So, dann fährt er hier um die Kurve. Auf die Brücke rauf, das heißt, hier wäre dann der nächste Halt. Also so und so. Stehen jetzt nicht direkt nebeneinander, aber egal. Ich glaube, hier an der Brücke würde ich gerne noch eine Haltestelle haben. Zack. Zack. Und da haben wir dann schon die nächste Haltestelle. Dann brauchen wir jetzt natürlich auch noch ein Depot. Dann machen wir doch mein Gebäude ja schon richtig. So, ein Tram-Depot. Das hätte ich gerne. Wo hätte ich das denn gerne? Wollen wir mal hier machen? Ja, komm, die Ecke da, die ist doch prädestiniert für einen Betriebshof hier. Es wäre auch cool, wenn es irgendwie so eine Betriebshof-Mod geben würde, damit man hier so richtige Betriebshöfe hinsetzen könnte. Ne? So ein bisschen wie Betriebshof Marzahn oder so, wo auch ein paar Trams dann auch mal draußen stehen, wenn man die einlagert oder so. Das wäre nice. Aber ich muss hier unbedingt ein paar Memes-Clips runterladen und diese einfach mal in mein Video verarbeiten, weil das nice, das hätte jetzt gerade mit diesen, wie heißt der, Rosen oder so, mit den Hot Potato Meme. Nice. Das hätte jetzt ultra gut gepasst. Muss ich, also ich werde dieses Video definitiv auch ohne Meme schneiden, aber ich muss mir danach irgendwie mal, obwohl, da weiß ich gar nicht, sind Memes eigentlich auch Copyright geschützt? Wenn man so Videoclips einfach benutzt, braucht man da auch irgendwelche Rechte oder so? Ich glaube schon, oder? So, die M1 bekommt natürlich noch eine andere Färbung. Hier so irgendwie so ein bisschen was ins Grün-Gelbliche erstmal hinein. Fangen wir mal hier beim Betriebshof an mit dem Markieren. Und fährt er hier um die Kurve. Ich habe auch schon eine U5-Map gebaut. Die kann ich euch auch gerne mal zeigen. Das Problem ist, die Map, die stürzt mir gerne mal ab. Weil ich war so dumm und habe die Map, also, beziehungsweise das ist ein Safe-Game, was ich gebaut habe. Eine Map direkt ist es ja nicht. Ich habe mir eine Super-Flat-Map runtergeladen. Das Problem ist, ich habe nicht auf die Größe der Map geachtet. Und die ist so dermaßen groß. Ne, weil man kann sich ja irgendwie, wenn man so ein bisschen was
in den Ordnern bei Transportfieber verändert, kann man sich auch größere Maps freischalten. Und genau so eine Map habe ich natürlich erwischt. Darauf habe ich die U5-Map gebaut und ja. Ich habe die auch auf den Steam Workshop gebracht, die Map, die ich selber gebastelt habe da mit der U5. Das Problem ist, ich kriege die nicht geupdatet. Also ich habe die schon mal geupdatet gekriegt, dann habe ich wieder ein Update hochgeladen, es wird aber nirgendwo angezeigt. Da in den Änderungen oder so. So, dann hätten wir das schon mal. Jetzt brauchen wir das Ganze natürlich auch noch rückwärts. Neue Linie. 1. Ja, gut, das Hashtag hat er jetzt zum Glück gelöscht. Kriegt einen anderen Gelbton. Den hier. Ja. Damit man das so farblich ein bisschen auseinanderhalten kann. So, das Ganze geht jetzt auch in die andere Richtung. Das ist, denke ich, immer ganz geil. Wie so ein... Naja, irgendwas erinnert mich dieses Geräusch. Gott. Ja. Bisschen wie das hier. So. Erstmal muss ich da abkriegen, jetzt hat sich da so ein bisschen. Hm? So ähnlich würde es hinkommen, oder? Oder ist das so eine Art editierter Textmarkergeräusch oder so? So ein künstlicher Textmarkergeräusch? Könnte auch sein. Ich weiß nicht, was das für Tesafilm ist. Ich weiß auch nicht, von welcher Marke der ist oder so, aber der ist echt kacke. Der klebt halt gar nicht, ne? Es klebt sich zwar hier selber ein bisschen fest, aber. Ist auch ein bisschen sticky, aber Poster oder so kannst du damit nicht aufhängen. Das ist ziemlicher Müll. Naja. So, haben wir jetzt bei beiden 6 Stationen, ja. Dann haben wir also alles richtig gemacht. Und wir schicken unsere ersten Trams in die Runde. Und zwar, da wir ja erst bei 2006 sind, holen wir uns einmal Sophia. Das sind die Dinger, die auch in Deutschland gefahren sind. Nehmen wir hier die Standardvarianten. 1 und 2. Und zusätzlich nehmen wir. Welche Tram wollen wir denn noch nehmen? Ich habe auch ein paar Wiener Tram. Ah, ich glaube, ich nehme die Skoda 10T. Die kommt an den GT6, da an diesen AEG-Zügen und so ganz gut ran, oder? Ja, die Mirage, nee, das ist ein Hochflur-Dingsbums. Hochflur-Dingsbums, genau. So, 3 und 4 mal markieren. Die machen wir natürlich auch noch schön gelb. Oh, dieses Gelb da oben, das nehme ich eigentlich immer. Ist natürlich nicht der ganze Zug gelb, aber naja. So, 1 und 3. Gehen bitte auf M1 gelb. Und die restlichen beiden auf M1 orange. Perfekt. Okay, da gab es jetzt einen lustigen Flip. Das tut nämlich unsere Stadt auch noch weiter vergrößern. Die Straßenbahnlinie. Weil das ist ein Transportfieber immer so. Ich habe erstmal so ein paar Rigo-Strecken und so gebaut, um die ganzen Städte miteinander zu verbinden. Ne, um zum Beispiel meine Hauptstadt immer schön groß wachsen zu lassen, damit die Leute aus den kleineren Städten zu mir kommen können. Dann habe ich da meine Buslinie oder so reingesetzt und dann wurden die Städte so extrem groß, dass ich hinterher Schwierigkeiten hatte, weil ich anfangs nur Einbahnstrecken gebaut habe, wo halt dann auch bloß ein Zug drauf passt. Auch nur mit einer gewissen Länge, ne? Weil wenn der Bahnhof so kurz war, ne, Arschkarte. Klar, kann sie Bahnhöfe auch verlängern, aber ich meine mal, ich möchte jetzt keinen Doppelstock-Rio-Zug mit 100 Waggons hinten dran haben. Das soll auch schon ein bisschen realistisch irgendwie wirken. Hatte ich eine Arschkarte, hatte ich überfüllte Züge. Ja, den Fehler, den darf ich nicht nochmal machen. Wenn ich jetzt hier irgendwo nochmal einen Hauptbahnhof oder so hinsetze, muss ich wirklich darauf achten, dass ich wirklich 2 Gleise für eine Strecke habe. Ja, ich meine mal, ein Gleis für eine Strecke reicht. Also im Bahnhof ein Gleis, aber sobald es auf die Strecke raus zu den anderen Dörfern geht, muss ich dann halt
die Strecke von eingleisig auf zweigleisig machen, damit dort im Notfalls, wenn ich mal wieder zu große Dörfer oder so habe, einfach noch ein paar zusätzliche Verstärker einsetzen kann, ne? Ja, solange die Strecke lang genug ist, kann ich auch auf, wenn am Hauptbahnhof dann bloß eine Linie für die, also nur ein Bahnsteig für die eine Linie vorgesehen ist, wenn die Strecke lang genug ist, dann kann ich ja trotzdem 5-6 Züge draufsetzen, ne? Es funktioniert ja problemlos. So. Das Einzige, was ich schade finde, ich meine mal, der Zug hier, der gefällt mir ja eigentlich ganz gut, ne? Auch wenn beim Modeling irgendwie ein bisschen was schief gelaufen ist. Weil die Rückfahrscheinwerfer, das ist halt, die hat einfach die Frontscheinwerfer sind hier rund. Aber die hätte ich dann wenigstens noch farblich verändert, ne? Einfach in Rot gemacht, dann hätte es auch schon gepasst. So ein plastisches Rot, ne? Weil die Dinger waren ja auch auf Plastik. Hier, dieses dieser Rotton, der hier bei dem Blinker ist, den hätte er da reinklatschen müssen. Das ist ein bisschen... Gut, über die Kupplung will ich jetzt auch nicht so viel reden. Aber das ist hier in dem Spiel auch schon ein bisschen schwerer, sowas zu machen, weil selbst bei den Zügen, die im Spiel schon mit bei sind, ohne Mods, sieht das mit der Kupplung auch nicht besser aus. Aber es wäre schön, wenn jemand auch mal die KT4D machen würde. Und zwar nicht nur die alte, sondern auch die neuere Version, also die M-Versionen. Was er für modifiziert steht. Würde ich mich riesig drüber freuen, wenn das jeder machen würde. Ja. Coole Sache. Wir könnten theoretisch auch jetzt schon eine U-Bahn-Linie bauen, weil man kann die ja später auch noch verlängern. Aber ich glaube, das mache ich in dieser Folge nicht mehr. Weil es ist jetzt auch schon... Die Folge ist jetzt, denke ich, auch schon lang genug. Ja, dann haben wir jetzt hier unsere wunderschöne erste Eisenbahn, Straßenbahnstrecke. Und ja, ich habe tatsächlich den Stadtbahner reingekriegt. Falls jetzt irgendwie Fragen kommen, weil ich habe das irgendwie unter vielen Videos gesehen. Genau, Monorail habe ich auch installiert. Das will ich auch mal bauen. Falls es irgendwie Fragen gibt, wie funktioniert das mit dem, ne, von Transport FIVA 1 auf Transport FIVA 2 die Mods nutzen. Schaut einfach mal nach einem Tutorial auf YouTube, da gibt's das ein oder andere. Ja, das ist auch nicht so schwer. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal ein Tutorial zumachen. Es ist leicht genug, so dass ich das auch hinkriege. Ne, und im Modden bin ich ja nun schon ultra schlecht. Das sieht man bei mir in OMSI 2. Also den ein oder anderen Bus kriege ich zwar rein, aber sobald es nicht so ist, wie ich es kenne, wird schwierig. Ach komm, ich reiß das Ding noch danach sowieso ab. Ich wollte jetzt nur zeigen, was ich so rein editiert habe. So, Fahrzeuge kaufen. Plötzlich jetzt meine ganze Facecam stehen. Okay. Hier sehen wir den. 475, 476. 476er ist eigentlich auch eine 475er, bloß halt mit einer anderen Front. Das ist ja ein umgebauter Zug. Ich glaube, aus dem 476er wurde auch die E3 gemacht, oder? Weil hört sich auch gleich an. Ja, hier den 481er. Was da mit dem Wagen los ist, keine Ahnung. Den 481er und 483, 484, den habe ich auch aus dem Internet. Ist eine coole Mod von Krumper. Und ja, mal gucken. Also, den Stadtbahner haben wir gerade gesehen. Ich habe auch noch die alte Version vom Stadtbahner. Wo sind die? Hier, wenn ich den spawne, also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht, dadurch, dass es jetzt eine andere Map ist, vielleicht der Fehler auch wieder verschwindet. Das werden wir dann später noch ausprobieren. Aber beim zweiten Teil fehlt mir dann halt die Türen. Bloß, ich weiß nicht warum, weil eigentlich ist der zweite Wagen ja genau derselbe wie der erste Wagen, wo es halt einfach mal umgedreht, ne? Der ET-165, gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen den und den hier, bis auf, ne, hier dieser Teil mit der blauen Lackierung, dass er halt vorne nur ein Scheinwerfer hat, anstatt auf beiden Seiten so ein Doppelscheinwerfer. Hier haben wir die Monorail-Bahn,
Hier haben wir den 483er, also 4 Wagen. Ja, und Dreiviertelzug, warte mal, haben wir den auch die ganz kurzen Varianten? Ja, hier, 483. Das hier ist eigentlich der 483. Und das ist der 484. Ich meine, gut, die heißen wahrscheinlich alle gleich, weil ansonsten hätte er einfach zwei verschiedene Mods wahrscheinlich bringen müssen. Wenn der Zug einfach anders heißt. Weil anders könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, warum die gleich heißen. 481 Halbzug. Jo. Das hat ein 481er, den kennt man schon seit... Wie lange gibt es den schon? Seit 96? 96 auf jetzt hochgerechnet. Es sind ja auch schon fast 30 Jahre. So alt kommt mir der Zug aber noch nicht vor. Genau wie die H-Serie, die sieht vom Design her noch immer noch ziemlich modern aus. Ne, viele Fenster und alles, das Ding ist schön hell. Ja klar, beleuchtungstechnisch sieht man, dass das Ding noch aus den 90ern stammt, ne, mit Halogenleuchtröhren und so einem ganzen Müll, aber an sich wirkt der Zug auch noch nicht so alt. Ist schon krass. Oh, ich hab, jetzt wo ich gerade den F-Zug hier in der Liste gesehen habe, ich habe auf YouTube ein Video gesehen, ich wusste gar nicht, dass die BVG sowas gemacht hat. Die haben einen F-Zug genommen, ne, also 2 Wagen, und haben zwischen diese 2 Wagen ein Gelenk gesetzt, also einen Durchgang, ne, wie beim H-Zug oder so. Das war mind-blowing, Alter. Ich wusste gar nicht, wisst ihr was? Ich mache eine Reaction draus. Ich werde morgen mir dieses Video auf YouTube noch mal raussuchen und werde darauf reagieren. Wird zwar eine kurze Reaction, weil das Video ist bloß unter 2 Minuten lang, aber scheiß drauf. Das will ich euch unbedingt mal zeigen. So. Genug gezeigt und so. Ansonsten würde ich sagen, das Video ist jetzt mittlerweile auch schon lang genug. Ich möchte dieses Mal auch versuchen, dass die Videos nicht allzu lang werden. Und ich merke gerade, dass der Sound viel zu laut ist. Grafik-API Vulkan. Was ist ein Vulkan? Kenne ich nicht. Das ist neu, so. Audio, Master, ach, das ist schon auf 2. Noch mal 1 draus anwenden, fortsetzen. Ja, definitiv besser. Ja, doch, der Zug. Es wäre schön, wenn eine GT6 irgendwie noch im Spiel existieren würde. Ich würde ja auch gerne mal selber einen Zug oder so machen, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn es da ein YouTube-Tutorial gibt, würde ich mir das gerne mal angucken. Also wirklich mal so einen Zug selber reinbringen, ne? Das wäre ultra geil. Ja. Doch, der kommt schon an den GT6 ran, ne? Auch 3 Wagen. Gut, von der Türverteilung anders, ne? Vom Aussehen, aber ansonsten doch, das gibt. Ist schon ein nicer Ersatz. Für den GT6N. Oder GT6Z oder so. Die Tatras, die schnurrt hier durch die Gegend. Jo, würde ich sagen, haben wir schon einen sehr guten Grundstein gelegt. Unsere Stadt, die wir tatsächlich mittlerweile entwickelt. Ein Monatsziel 2160, 1200 haben wir. Ja gut, hier, das geht langsam in die Minus, das ist aber normal. Das wird in den Keller gehen. Da kann ich noch so viele Elektrosachen einsetzen. Das wird in den Keller gehen. Ist ganz gut, dass wir gleich mehrere Züge eingesetzt haben, weil die Station, die wird ganz schön krass benutzt. Die anderen eher noch nicht so. Aber es wird noch. Ach, abfliege. So, dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, würde mich riesig freuen. Und teilt das Video gerne mit Freunden, Familien, euren Hamster, Haustier oder Hamster, ist ja beides dasselbe. Ja, ansonsten
Check gerne meinen Instagram-Kanal aus, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Intro- und Outro-Musik natürlich auch. Jo, dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.